Wir feiern heute Donalds 90. Geburtstag. Hallo meine Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und jetzt denkt ihr euch, hä, Donalds 90. Geburtstag ist doch erst am 9. Juni, obwohl ich ja auch da vor Ort sein werde im Disneyland Paris. Aber wir feiern den schon ein bisschen früher und zwar bei der Comic Salon in Erlangen. Dafür wurde ich eingeladen, vielen Dank an der Stelle, zu einem exklusiven Disney-Event. Es geht jetzt aber erstmal an ein Restaurant, dort wird es ein Dreigänger-Menü geben. Und dort werden einige Disney-Zeichner sein, von den lustigen Taschenbüchern und zum Beispiel auch Ulrich Schröder, von dem habe ich ja schon eine Zeichnung, von Make-A-Wish damals, personalisiert. Da kann ich ihm mal persönlich danken dafür. Habe auch ein Foto gemacht, werde ich ihm auch zeigen. Vielleicht erinnert er sich ja an die Zeichnung. Und ich nehme noch eine Freundin mit, die Maria, die kennt ihr von letztem Jahr aus dem Freizeitland Geiselwind. Da habe ich sie ja auch mit ihrer Familie damals mitgenommen, die wohnt ganz in der Nähe. Und dann mache ich noch einen Besuch bei denen kann auch ihre Kiddies wiedersehen und so. Also direkt zwei Fliegen mit einer Klatsche geklatscht. Und ich nehme euch hier ein bisschen mit. Ich bin sehr gespannt, was mich dort so erwarten wird. Wir werden auch danach nach dem Essen auf die Comic-Salon gehen und dort werde ich euch dann auch ein wenig mitnehmen. Also, ich muss jetzt los. Es ist Zeit und wir sehen uns dann in Erlangen. So, bin in Erlangen angekommen, habe auch das Restaurant beim Vorbeifahren schon gesehen. Da steht schon mal auf jeden Fall ein Donald-Aufsteller draußen. Die Parking-Situation war jetzt ein bisschen kompliziert. Also, ich habe einen Parkplatz gefunden, aber ich konnte bei diesem Parkschaltautomaten weder mit meinen 4 Kartenzahlen, die ich habe, also ich habe ja Schweizer Franken und Euro Konten, ging gar nichts. Dann habe ich mir die App heruntergeladen, um halt mit der App zu bezahlen, ging auch nicht. Dann habe ich eine nette Frau gefragt, also da war auch eine andere nette Frau und ja, das Maximum war hier 7,50 Euro zum Parken für 3 Stunden. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie für mich mit Karte bezahlen kann. Da habe ich einfach 10 Euro gegeben. Ich sage, können sie sich noch ein Eis kaufen von der Differenz, weil ich habe jetzt keine andere Möglichkeit gesehen, außer dass ich drauf angekommen hatte lassen und ein Knöllchen bekommen hätte. Und dann hätte ich irgendwie Screenshots vom Handy und von der Parkuhr schicken können, dass es nicht geklappt hat. Aber egal. Jetzt gehe ich zum Restaurant und dann treffe ich auch Maria. Tatsächlich bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich gestehen, weil ich weiß zwar, wer von den Zeichnern da ist, aber ich weiß nicht, wer sonst da ist. Und so Disney-Zeichner trifft man ja jetzt auch nicht alle Tage. Ne? Also ich bin schon so ein bisschen aufgeregt. Zum Glück bin ich nicht alleine, Maria ist dabei, aber Maria kennt sie erst recht nicht. Ja, ich habe ja schon gesagt, der Uli Schröder, ansonsten ein paar Namen, die ich noch gerne hier mit euch teilen möchte. Andrea Frequero, Giorgio, oh Gott, das sind also italienische Namen. Giorgio Cavazzone ist auch Disney-Zeichner. Giada Parisinotto, sie ist auch Disney-Zeichnerin und hat auch Witch gezeichnet. Und zum Beispiel auch Lorenzo Pastrovicchio. Oh Gott, also fast nur italienische Namen, bis auf Ulrich Schröder. Lorenzo hat zum Beispiel auch lustige Taschenbücher gezeichnet. Ja, ich habe mir ein paar Fragen vorbereitet für die Herrschaften. Wenn ich die Möglichkeit habe, denen natürlich ein paar Fragen zu stellen, werde ich das tun. Und ja, wie gesagt, bin schon ein wenig aufgeregt. Also wenn ich zwischendurch nicht so viel rede zu euch, ja, seht es mir nach. Ich mache es dann im Nachhinein und ja, und dann sehen wir uns auf jeden Fall noch bei der Comic Salon. Hallo, wollte ich immer schon sagen. Moin. Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Medien, liebe Zeichnerinnen und Zeichner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Apa Media und den Verlagsgesellschaften, aber vor allen Dingen liebe Freundinnen und Freunde von Donald Duck. Das sind wir ja alle und das eint uns alle heute. And for those of you who don't know me, I just continue in English for a second. My name is Jörg Risken. I'm a publishing director for the Disney Magazines. Ja, wie Sie alle wissen, widmen wir den heutigen Tag einer ganz besonderen Persönlichkeit und ganz genau.
Und diese Persönlichkeit hat in den letzten 9 Jahrzehnten weit mehr erreicht, als die meisten von uns sich das wahrscheinlich je erträumen könnten. Klar, die Rede ist von Donald Duck. Für alle, die es bisher noch nicht gemerkt haben sollten, das ist der Grund, warum wir hier sind. Und wahrscheinlich der populärste und bekannteste Comic-Character auch der heutigen Zeit. Wie wir alle wissen, betrat Donald Fauntleroy Duck 1934 erstmals die Bühne des Disney-Universums und auch ist seitdem einfach auch eine Ikone der Popkultur. Thing to remember after the event, and we will have a 3-course menu now. There are actually names on the table. I hope you have a wonderful day and also the next days here in Erlangen. And again, a very warm welcome and great to have you all here. Thank you very much. Thank you. So you also draw a witch, right? Yes. But you like the characters from Entenhausen, like the, I don't know the English term, like Dagobert Donald more than witch, or what was your favorite to draw? What, my favorite witch to draw? No, in general, what do you like? Because I'm divided between standard characters that I love very much, yeah. Especially Ducks, and manga. I love manga, okay. I love the anime, so which for me was the best way to draw what I like. Yeah. So I don't know, I'm divided. Yeah. Okay. Disney? One part, yes. Manga style. Yeah. And how many comics are you currently drawing? A lot. A lot? I'm working on comics about Marvel and Disney together. Ah, okay, cool. Will be published this year on summer. Wolverine story, Miss Marvel. Okay. A lot of stuff. Okay. Then I'm working on a graphic novel about Daisy. Mm-hmm. And it's 85th anniversary. I'm working on a graphic novel as an author. Okay. So story and drawings. This is my first time. Guess what? Yes. Just for us. Just inspiration. Stimmt, ja, wie früher. Ja.
das entdeckt, dass du dafür ein Talent hast, schon in der Kindheit? Oder? Wie bitte? Wann hast du das entdeckt, dass du so ein Zeichentalent hast, schon in der Kindheit oder erst später? Mit neun wollte ich. Es gab Bücher, die hießen Ich, Donald Duck, Ich, Mickey Mouse und so weiter. Und die habe ich immer gelesen. Und ich hatte die Mickey Mouse-Hefte und in den Mickey Mouse-Heften habe ich gesehen, dass ein Zeichner ganz tolle Geschichten machte. Und dann habe ich durch diese Bücher, Ich, Donald Duck und so weiter, habe ich herausgefunden, dass der Zeichner, der die gemacht hat, Karl Bauzeit, heißt, da war ein Foto von ihm, wo er am Arbeitstisch war und man sah halt, wie er da arbeitete. Und da habe ich gedacht, hey, das ist ein Job, das würde ich auch machen wollen. Also mit neun wollte ich das schon werden. Und dann habe ich immer weiter gezeichnet, ohne zu überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Mhm. Und mit 20 bin ich zu Disney gegangen. Wir waren damals in Frankfurt und hab dann dort gefragt, ob ich freiberuflich arbeiten kann. Und zufälligerweise brauchten die gerade jemanden und haben mich dann angestellt. Also es war mit neun oder so, wollte ich das schon machen. Kann nicht jeder von sich behaupten mit neun. Nee. Das ist schon Glück, wenn man sowas hat. Ja. Ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist für Leute, die nach der Schule nicht wissen, was sie machen sollen. Aber kann man das, also kann man das nochmal lernen? Gibt es dafür irgendwie eine Ausbildung, einen Studiengang oder hast du das? Also ich hätte eigentlich Grafikdesign studieren sollen. ich hätte dann so, oder Kunst oder sowas, aber die haben mich sofort angestellt. Das heißt, ich habe alles gelernt, dadurch, dass On the job training. Ja, genau. Wie man das so schön sagt. Ja. Aber heutzutage wäre ich vorsichtig, wenn ich sowas Leuten empfehle, wegen der künstlichen Intelligenz, weißt du nicht, was passiert. Ja. Und ich würde mir auf jeden Fall ein zweites Standbein machen, um nicht 100% davon abhängig zu sein. Also für mich ist wunderbar. Aber wenn man das heute macht, bin ich nicht sicher, ob das so eine Zukunft hat, wie es für mich hat. Das hier ist eine Feder, die 90 Jahre alt ist. Boah, und sowas gibt so alt es. Wie Donald. Ja. Das ist sehr selten. Das war früher gang und gäbe und die heißt Waterman Pink. Und diese Feder war bekannt dafür, die wurde gemacht für Leute, die Firmenchefs oder so, die eine markante Unterschrift machen wollten. Ja, du siehst hier, kann man unheimlich schön dick und dünn machen. Ne? Ja. Und das gibt's heute nicht mehr. Hey, der ist mit Nudeln heute was unterwegs. Was denn? Ja, der ist mit Nudeln heute unterwegs. Nochmal? Der ist mit zum Nudeln heute unterwegs. Ja, genau. Es geht gerade schief mit dem Kuchen. Eieiei, da wird Daisy nicht froh sein. Hat sich bestimmt Mühe gegeben mit dem Kuchen. Nein, ich glaube, er hat ihn selber gemacht. Ah. Macht großen Spaß. Soll ich da irgendwas draufschreiben? Für? Gerne unterschreiben und für Simone. Für Simone? Okay. Kommt dann neben die Mickey, kommt es neben das Mickey-Bild. Du kannst ja auch ein bisschen vielleicht irgendwie dazu sagen, weißt du, ich habe eine Webseite. Ja. Donald Krause. Ja. Kennst du? Oder hast du schon mal gehört, vielleicht, wie auch immer. Ich habe auch gehört, dass du eine Tour jetzt machst. Ja, wir haben drei Auftritte. Das ja. ist nicht wirklich eine Tour. Die etwas größere Tour findet Ende September, im Anfang Oktober statt. Ja. Weil ich habe es erst zu spät kapiert. Das klappte diesmal auch deswegen nicht, weil es geht ja die EM los. Ja. Niemand will Kultur. Ja, verstehst stimmt. du? Vor allem in Deutschland spielt. Das kannst du knicken. Dann wo, ist, wo sind denn die Auftritte? Jetzt am Sonntag in Schwarzenbach geht's los, zum 90. im Erika-Fuchs-Museum. Am 11. in der Stadtbibliothek von Coburg und am 12. in Bayreuth, auch Stadtbibliothek. Mhm. Das ist ja alles um die Ecke. Ja, kannst du ja, hinfahren. Kann ich hinfahren. Ja. Und im Herbst haben wir mehrere Auftritte, also da spielen wir in Amberg, in Bamberg,
lustig, ne? Bamberg, Amberg. Aber ist wirklich so, ja? Ja. Bamberg, Amberg. Dann in Lauterbach, näher Fulda. Dann ein Auftritt in Köln. Und dann sind noch irgendwie, vermutlich auch noch in Lichtenfels. Mal sehen, also ein, zwei habe ich noch irgendwie petto, vielleicht in Hamm oder Düsseldorf da die Ecke. Ja, ja, also wenn Interesse besteht, ne? Ich packe gerne den Link von deiner Website unten in die Infobox, dann können die Leute da mal schauen, wenn sie auch einen Auftritt von dir sehen möchten. Ich habe ja immer meinen Webkoordinator, der das dann alles für mich macht und dann sind dann irgendwann die Termine auch drin. Ja, ne? Und du hast Donald gesprochen. Ich habe 31 Jahre lang Donald Duck synchronisiert. Also in Deutschland? Der erste überhaupt in Deutschland. Davor gab es niemanden. Okay. Die haben damals niemanden gefunden, 1988, als gecastet wurde. Weißt du, ich meine, wenn du Schauspieler für Synchronstimmen castest, wenn du irgendwie, keine Ahnung, damals James Cagney oder James Stewart oder Gary Gant vielleicht irgendwie synchronisieren musst, dann ist es relativ leicht, irgendwie zu imitieren oder sowas. Ja? Und da gab es jede Menge Schauspieler, die halt das irgendwie auch professionell gemacht haben, Synchronsprechen. Aber sobald es in den Bereich Trickfilm ging, ja, dann wurde es echt happig. Also Goofy, es hat lange gedauert, bis sie die Stimme von Goofy hatten. Mickey Mouse, okay, das ist halt die Stimme höher. Mhm. Und so. Und Donald Duck haben sie keinen einzigen gefunden. Was waren denn die Kriterien damals, was man mitbringen musste? Um Donald Duck zu sprechen? Ja. Du, das ist genauso klingt wie der Original. Okay. Genauso klingt wie damals Clarence Ducky Nash, der ja dann irgendwie zuerst Donald Duck gesprochen hat, der es erfunden hat. Ja? Und mein Gott, ich habe es halt als Kind gelernt. Hm? Ja, groß geworden in New York und dann da schon irgendwie gut Fernsehen sehen können, weißt du? Damals gab es in New York schon 16 Fernsehkanäle, 1964. In Deutschland gab es 2 ARD, ZDF, bis da mal ein Zeichentrickfilm lief. Ja. Und hast du dann das auch gelernt, das Synchronsprechen, also beruflich? Nee, pass auf, ich war nie ein richtiger Synchronsprecher. Okay. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Warum? Man hat mich eigentlich immer nur als Donald Duck geholt. Ja? Ich bin ja auch kein Schauspieler, davon abgesehen. Ja? Ja. Ich habe null schauspielerische Ausbildung oder weiß nicht, Talent. Ein bisschen Talent hat man schon, wenn man so Quatsch nachmachen kann. Ja? Aber ich wollte nie irgendwie auf der Bühne stehen und irgendwie irgendwelche Rollen nachmachen. Ja. Oder im Synchron irgendwie die Stimme von weiß nicht welchem berühmten Schauspieler oder so imitieren. Nee. Okay. Ja? War halt so. Und dann, wie lange hast du gesprungen? 31 Jahre hast du gesagt? 31 Jahre. 1988 bis 2019, bis zu meinem Unfall halt. Ne? Okay. Und ist jetzt die neue Donald Duck Stimme viel anders? Ja. Also Robin spricht es, wie ich finde, ein bisschen, ich behaupte mal, ein bisschen undeutlicher oder anders. Ja. Ich meine, das ist immer so eine subjektive Angelegenheit. Ne? An was bist du gewöhnt? Und ich denke, bei Kindern haben damit kein Problem. Er spricht es einfach ein bisschen anders, andere Tonlage. Ja. Aber er vermacht es ziemlich gut. Ja. Und wir sind mittlerweile auch befreundet, weil er hat gesagt, ohne mich hätte er nie angefangen, Donald Duck nachzumachen. Und das fand ich schon mal ganz süß. Ja. Ja. Und dadurch, dass ich halt durch diesen Unfall hier so eine Gesichtslähmung habe, konnte ich im Studio einfach nicht mehr schnell sprechen. Mhm. Oder so schnell, wie man eigentlich muss. Ja. Ja. Und er hat es halt übernommen. Punkt aus. Macht auch nichts, wenn man in Rente geht. Das stimmt. Wohlverdient sozusagen. Ja, genau. Aber magst du uns jetzt mal was vorsprechen? Darauf warten wir doch her. Was hättest du denn gerne gehört? Ich bin doch auch. Hast du es verstanden? Ich bin und dann was? Ich bin doch auch nur ein Mensch. Ah. Das hat Donald Duck ein einziges Mal gesagt, in einem einzigen Zeichentrickfilm. Und ich lag vor Lachen auf dem Boden. Weil es bringt irgendwie die Figur so auf den Punkt. Ja. Ja? Ich finde, es ist die menschlichste Cartoon-Figur, die es gibt. Ja. Alle anderen wie Mickey Mouse oder Daffy Duck oder Bugs Bunny. Klar, die haben auch was Menschliches, aber die sind trotzdem irgendwie schräger. Ja? Oder irgendwie eher, keine Ahnung, was nicht existent menschlich ist. Ich kann es dir ja mal sagen, wie Donald sich seinen 90. Geburtstag so wünscht. Super! Hurra! 90 Jahre! Hurra!
Es ist sehr beeindruckend, muss man sagen. Und es geht noch ganz gut, finde ich auch. Also ich bin selber manchmal überrascht, was noch geht, obwohl ich ja immer wieder irgendwie auf meine Backe achte und Übungen mache und Therapien und was der Teufel was, zur Logopädin noch gehe. Aber hier und da stelle ich fest, dass so ein Attack noch ganz gut rauskommt. Ja, ja, das stimmt. Das ist immer ein kleines Erfolgserlebnis. Ja? Ja. Ein Sieg gegen die Schwerkraft. Ja, das sollte man auch nicht vernachlässigen. Also, nö, ist klar. Ja, es ist ja auch ein großer Teil von dir und deines Lebens. Deswegen. Ja, du musst dir vorstellen, du fängst an als Kind die Stimme zu imitieren. Ne? Ja. Du musst dir überlegen, es ging los 1964. 1964, ja. Was hatten wir damals? Zwei Fernsehsender und viel Freizeit als Kinder. Ja? Was warst du? Du warst irgendwie draußen im Schrebergarten oder einfach auf dem Baum bist rumgehangen. Und man hat halt irgendwie Quatsch geredet. Ja? Du hast wenig Ablenkung gehabt. Und mein Cousin konnte irgendwie die Grundlagen des Donald Duck schon, der konnte nicht sprechen, aber der hat mir es beigebracht. Ja. Und ich habe halt irgendwie, egal, wenn ich mal zur Schule gegangen bin oder Zeit hatte oder allein vor mich hingespielt habe, einfach immer versucht, diese Stimme nachzumachen. Und es wurde immer besser. Und irgendwann stellte ich fest, dass es ziemlich gut sogar klang. Und dachte mir, wenn es gut klingt, dann muss er doch eigentlich auch sprechen können dazu gleichzeitig. Da habe ich es ausprobiert und es funktioniert. Da war ich vielleicht 10 Jahre alt oder so. Ja. Ja. Und das ist dann schon irgendwie, du sagst ja, oh, wow. Ja, und dann konnte ich damit natürlich auch immer gut hausieren gehen. Also weißt du, Vorstellung, du bist in einem vollen Raum, ist es ruhig und du machst nur mal kurz den Mund auf, um irgendwas zu sagen. Ja. Du hast sofort den ganzen Saal, der lacht. Ja. Ja. Oder in der Anfangszeit, neue Lehrer, neue Lehrerin. Ich war ja immer ganz hinten gesessen, gerne in der Schule. Und dann, die drehen sich um, schreiben irgendwas und du kommentierst das irgendwie, ja? Ja. Okay, die Mitschüler haben hier und da noch ein bisschen gelacht, die kannten das ja alles schon. Aber einfach mal so einen Lehrer zu irritieren, das hat schon Spaß gemacht. Ja. Mit der Stimme, ja. Das war ja auch harmlos, dass er nicht irgendwie sagt, du Arschloch oder so, sondern irgendwas einfach nur kommentiert, ne? Das. Und das war halt so mit 10 Jahren und 20, etwas über 20, habe ich dann mal versucht, weil ich mich so aufgeregt habe, dass Donald Duck wegsynchronisiert wurde in einer ARD-Zusammenschnitt-Collage im Fernsehen. Die haben dann irgendwie so eine ganz miserable Synchronstimme. Donald Duck klang folgendermaßen. Du hast nichts verstanden, ne? Mhm. Und die dachten, es ist besser als das Original. Gar, ja, besser als nichts. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, es war furchtbar, was sie da gemacht haben. Ich kann Donald Duck synchronisieren. Und da sagte die Frau damals im Senderfreies Berlin, SFB, sagte, ah, Herr Kraus, das wird heute alles mit Maschinen gemacht. Und hat aufgelegt. War natürlich alles Bullshit, die wollten immer nur loswerden. Ja. Ja. Aber das ist trotzdem war geschafft. War der erste Versuch. Ja. Ja. 1988 gab es dann den zweiten. Bei dem großen Casting der ganzen der neuen Stimmen. Naja, alle Stimmen wurden neu gecastet. Ne? Daisy, Mickey, Donald, Goofy. Ja, alle eigentlich, ja. Ja, coole Geschichte. Vielen Dank. Ja, gerne. Magst du nochmal zum Abschied dich verabschieden mit Donalds Stimme, bitte? Wie heißt du? Simone. Simone, ciao. Auf Wiedersehen. Winter, Winter. Dankeschön. Ja, wir sind jetzt auf der Comic-Salon. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den Verlag Egmont, der uns hier eingeladen hat und das ermöglicht hat. Und das ist auch der Stand von Egmont. Die haben verschiedene Bücher, natürlich das lustige Taschenbuch, aber auch Witch, Mangas. Ich gehe mal kurz rum, Moment. Witch, was ich auch total süß finde, ist der kleine Mäuseprinz hier, dieses Mickey-Buch. Das ist ein Mix aus einer Geschichte und einem Comic. Ihr seht, hier wird eine Geschichte erzählt und hier hinten habt ihr dann den Comic richtig schön gemacht. Ihr habt, wie gesagt, die Mangas. Meine Kindheit ist ja Detektiv Conan. Es gibt auch in Ranma ein Halb-Manga, wie ihr hier sehen könnt. Und auch Sailor Moon. Das ist die Neuauflage, aber gibt es hier auch. Dann haben sie auf der anderen Seite noch Lucky Luke und Asterix Obelix. Das zeige ich euch aber gleich. Wir gehen jetzt erstmal weiter in die Richtung und genau. Was haben wir hier?
Knack. Hier gibt es so alte Zeitschriften zu kaufen. Das weiß ich nicht, ich wollte auf das Datum mal gucken. März 24, Januar 24, also ja, unsere Marvel- und Star Wars-Helden, auch Simpsons haben wir hier. Gibt es hier verschiedene Zeitschriften zu kaufen. Mickey Mouse, sehe ich immer direkt, aber auch Lucky Luke. Comic-Spielzeug. Ganz schön viel Disney hier, muss man sagen. Sieht so uralt aus. Keine Ahnung. Ist auf Französisch, glaube ich, oder? Une dessine animé de Walt Disney. Das ist, glaube ich, eine Filmkassette, ja. Jetzt hier bei Panini und DC und ihr seht ganz viel Marvel Comics und Bücher. Batman mit DC. Superboy. Ist das der Sohn von Superman? Ich bin bei DC nicht so. Ich bin im DC-Universum nicht so. Aber Stranger Things haben auch Comics. Ich nicht. Ich hab's nicht gesehen. Tatsache. Gibt Stranger Things Comics. Planet der Affen. Ah, hier, guck mal. The Mandalorian. Ja. Das ist der Weg. Stitch. Aber als Anime, als Manga. Weil es von links wieder andersrum gelesen wird. Von links. Ich weiß nicht, warum man Stitch. Ich habe das Weg seit Millionen. Ja, hier nochmal weitere Sachen vom Egmont Verlag. Ja, jetzt hier noch weitere Sachen vom Egmont Verlag. Hier noch weitere Sachen vom Egmont Verlag. Also Asterix und Obelix haben sie hier. Natürlich nochmal Entenhausen. Dann hier haben wir noch Lucky Luke. Moment. Lucky Luke. Idefix und ja, also richtig cool Bücher. Wir kaufen gleich ein Idefix-Buch, weil Marias Sohn Asterix und Obelix liebt und der Zeichner von Idefix in einer Stunde hier ist und sie auch gerne eine Zeichnung haben möchte. Wir gehen jetzt gleich zur Signierstunde, aber ich wollte euch den Stand auch noch mal kurz Wir gehen jetzt gleich zur Signierstunde und es ist natürlich ein bisschen leerer geworden. Also hier seht ihr nochmal den kompletten Stand von Egmont. Und ja, es ist noch hier auf jeden Fall das ganze Wochenende. Und die Comic-Salon kommt, glaube ich, alle 2 Jahre, so wie ich es jetzt mitbekommen habe.
Ja, was ein wunderschöner Tag, also außer das Wetter, aber egal, wir waren ja die meiste Zeit drin. Oh, ich zeige euch noch die nächsten, wenn ich wieder zu Hause bin. Laufen wir richtig? Wenn ich wieder zu Hause bin, zeige ich euch noch die Goodie Bag und was es sonst noch gab, noch ein paar Bücher vom Egmont Verlag. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause zu Maria und aber ja, also ich bin immer noch sprachlos, wie viele tolle Menschen wir heute kennengelernt haben. Ich saß neben Ulrich Schröder beim Mittagessen. Also, und er ist so nett und gesprächig. Also, ja, richtig, richtig cooles Erlebnis. Und ich bin sehr dankbar, heute hier gewesen zu sein. Wie gesagt, wenn ich zu Hause bin, stelle ich euch noch alles vor. Und dann verabschiede ich mich bei euch noch in diesem Video. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt noch die Goodie Bag, die ich bekommen habe. Und also, ich muss sagen, ich bin immer noch so happy, dass ich bei diesem Event dabei sein durfte, so viele tolle Leute kennengelernt zu haben, ist einfach wirklich der Wahnsinn und was ganz, ganz Besonderes, was man nicht alltäglich erleben darf. Ja, also vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle an den Egmont Verlag für die Einladung. Ja, wie gesagt, es gab eine Goodie Bag, die möchte ich euch jetzt natürlich auch zeigen und nochmal die Zeichnungen im Detail, die ich bekommen habe, die extra für mich angefertigt wurden. Fangen wir erstmal an. Es gibt hier einmal die Donald 90er-Jahre-Ausgabe aus dem Leben eines Superstars. Und kann man, ich weiß nicht, ob es jetzt schon zu kaufen gibt, ich denke mal schon, an Kiosk, da wo es das lustige Taschenbuch gibt, kann man das jetzt auch tatsächlich erwerben und kostet 7,99 Euro. Genau, und dann habt ihr verschiedene Geschichten und noch ein paar Comics mit Donald natürlich. Und ja, sollte man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen zu Donalds 90. Geburtstag. Dann gab es einmal das Mickey Mouse Heft, die vom 24.05.2024 Ausgabe. Und dort wird auch auf Donalds 90. Geburtstag eingegangen. Dann gab es eine Donald Cappy mit dem Donald 90er Jahre Logo. Richtig cool. Dann gab es einen Funko Pop mit Donald mit den Herzchenaugen. Und der ist extra ein Funko zu Donalds 90. Geburtstag. Was lustig ist, ich habe auch dem einen Zeichner gefragt, dass er Donald mit Herzchenaugen malt. Es gibt vier verschiedene Funko Pops, das seht ihr hier zu Donalds 90. die man jetzt dann auch erwerben kann. Die 1445 habe ich jetzt. Es gibt noch die 1442, 1443 und die 1444. Genau. Es gibt Donald Angry, dann 1938 Donald Version und Dapper Donald Duck. Richtig süß. Dann das, weiß ich noch nicht, was das hier ist. Das schauen wir mal rein. Das ist ein Ladekabel, ein Induktionsladegerät vom Egmont Verlag. Genau, für Handys, die man so laden kann. Praktisch kann ich mir ins Büro mitnehmen, dann kann ich da mein iPhone laden. Dann gab es Donald Sticker. Dann gab es, genau, das war jetzt nicht in der Goodie Bag, aber das habe ich auch noch bekommen, ein Prospekt vom Deutschland ersten Comic-Museum in, Moment, wo haben wir den Ort? Es ist auf jeden Fall das Erika-Fuchs-Haus, genau, hier in Schwarzenbach an der Saale. Und dort ist eine dauerhafte Entenhausen-Ausstellung. Also wenn ihr da aus der Nähe kommt, könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich wurde auch eingeladen, wenn ich da irgendwann mal in der Nähe bin, mal vorbeizuschauen. Wie gesagt, die haben eine dauerhafte Entenhausen-Ausstellung, das Erika-Fuchs-Haus. Da war nämlich auch die Dame von dem Museum. Und dann gibt es hier noch Donald Klebeband. Die Karte von der Dame vom Erika-Fuchs-Haus. Und, Moment, eine Tüte. Ist irgendwie ein bisschen Zucker ausgelaufen. Eine Tüte. Eine lustige Taschenbuch-Donald Einkaufstasche, ein Jutebeutel in Grau. Den habe ich auf der Comic-Con auch schon gesehen, fand ich richtig süß. Und ja, hat einen richtig langen Bändel, das liebe ich, wenn man unterwegs ist und der Bändel so richtig schön
lang ist. Ja, das war in der Goodie-Box, in der Goodie-Bag drin, die wir bekommen haben. Jetzt zeige ich euch noch die Bilder, die für mich gemalt wurden. Und da auch ganz besondere Stücke, die ich auf jeden Fall noch schön inszenieren möchte in meiner Wohnung. Und zwar einmal das Bild mit Donald. Und ich habe gesagt, ich hätte gern Donald passend zum 90. Geburtstag. Und da hat er halt die Torte auf Donalds Kopf gemalt mit der 90. Und ja, ist eine Bleistiftzeichnung, ist jetzt nicht so, sieht man jetzt nicht so gut in dem Licht, aber auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Zeichnung. Ich muss sie gleich mal irgendwie unter dem Teppich legen, dass sie wieder glatt werden, weil ich hatte die in Gummi eingerollt. Dann habe ich ja gesagt, eben, ich hatte mir Donald mit Herzchenaugen gewünscht. Das ist das Bild von Donald mit Herzchenaugen. Auch richtig schön gelungen, muss ich sagen. Dann, feststellen, deswegen muss ich jetzt gerade eine Pause machen. Wie fehlt mein Bild von Ulrich Schröder? Ich dachte, ich hätte das mit eingerollt. Habe ich das doch vergessen? Im Restaurant? Muss ich mal im Restaurant nachfragen, ob ich das da vergessen habe. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen traurig. Das war so ein schönes Bild. Und das würde tatsächlich passen zu meinem zweiten Bild, was ich von ihm habe. Jetzt bin ich gerade ein bisschen niedergeschlagen. Jetzt muss ich mal gleich im Restaurant mal anrufen und fragen, ob ich das Bild da liegen gelassen habe. Ja, machen wir weiter. Jetzt bin ich gerade ein bisschen traurig. Oder ist das hier in dem Magazin drin? Das habe ich aber nicht reingelegt. Auf jeden Fall eine Dagobert-Skizze habe ich noch bekommen. Genau, also einmal mit Dagobert. Und ein Daisy-Bild. Genau. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen neben der Spur, weil ja, das Bild von Ulrich Schröder war tatsächlich was ganz Besonderes. Wie gesagt, muss ich jetzt gleich mal im Restaurant nachfragen, ob das da liegen gelassen wurde und ob das vielleicht gefunden wurde. Ja, egal. Genau, also das waren die Zeichnungen. Und dann waren wir ja noch auf der Comic-Con, das habt ihr auch gesehen. Und da habe ich noch ein paar Bücher bekommen vom Egmont Verlag, die ich natürlich jetzt auch euch zeigen möchte. Und es gab noch eine Signierstunde von Philippe Fenech, dem Zeichner von Idefix. Denn der Egmont Verlag verkauft ja nicht nur das lustige Taschenbuch, sondern auch andere Bücher von Lucky Luke, von Asterix und Obelix, Idefix und so weiter und so fort und auch Mangas. Und ja, ich habe als Kind oder als Teenie auch gerne Mangas gelesen und auch geschaut, die Animes. Und deswegen, das ist so eine Kinderleidenschaft von mir. Es gab auf jeden Fall nochmal ein Jutebeutel. Und dann einmal das Buch von Daniel Eichinger. Das hat Jovan Tore gezeichnet. Und ich hatte ihn gefragt, er hat 3 Jahre an diesem Buch gezeichnet, also eine sehr, sehr lange Zeit. Und er hat mir auch eine Widmung hier reingeschrieben mit einer Zeichnung. Also sehr personalisiert. Und ja, werde ich auf jeden Fall mir mal anschauen, das Buch. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes und sehr, sehr düster auf jeden Fall. Und ja, jetzt mal hier so zum Beispiel, ich werde mal eine Seite zeigen, ja, sieht so aus. Ja, Daniel Eichinger haben wir dann tatsächlich Backstage getroffen und uns kurz unterhalten. Wie gesagt, er hat uns dann die Bücher signiert. Huch! Dann habe ich vom Egmont Verlag ein Buch bekommen im Disney-Thema und zwar Stolz und Vorurteil. Und ja, das finde ich so schön. Das hat so ein bisschen Beauty and the Beast Vibes auch für mich, muss ich sagen. Und die Zeichnungen da drin sind einfach so schön. Schaut mal. Ich hoffe, das sieht man. Ich habe meine Brille nicht an. Kann nicht sehen, aber ich denke mal, man sieht's. Also, ja. Jane Austens großer Klassiker über die Irrungen und Wirkungen der Liebe im Disney-Design. Mega schön, ich verlinke es euch auch gerne unten in der Infobox, den Link zum Buch, da könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen, kostet 14,99 Euro
Und ja, ich freue mich, das mal auf jeden Fall durchzulesen. Es gab tatsächlich noch zwei andere Bücher in diesem Stil, aber ich habe mich für Stolz und Vorurteil entschieden. Und ja, passt auch zu mir, meinte der Till vom Egmont Verlag, und das finde ich auch. Dann gab es noch ein anderes wunderschönes Disney-Buch, was ich auch so, so schön finde. Und zwar Disney, der kleine Mäuseprinz. Wie süß sieht bitte Mickey aus? Und das kostet 16,99 Euro. Und als Goofy mit seinem Flugzeug in der Wüste abstürzt, trifft er dort mitten in lebensfeindlichen Sand auf den kleinen Prinzen Mickey. Eine kindliche und zugleich unglaublich weise Person, die zwischen den Sternen umherreist. Der kleine Mäuseprinz nimmt Goofy mit auf eine magische Reise. Mühelos durchqueren sie das All und besuchen die Bewohner fremder Welten. Ja, richtig süß. Huch, da war noch ein Kärtchen drin. Ich zeige euch mal hier zum Beispiel eine Seite. Ja, hier sieht man Goofy und Mickey. Also richtig süß gemacht. Ja, hat mich auch direkt angesprochen, das Cover und das Buch. Und deswegen, ja, der kleine Mäuseprinz. Dann gab es noch ein paar Donald-Postkarten. Und habe ich ja gesagt, der Egmont Verlag macht nicht nur Disney und das lustige Taschenbuch, sondern auch Asterix und Obelix und auch Idefix bringt er raus, die Bücher. Und das ist tatsächlich das neueste Buch, was noch nicht als Serie veröffentlicht wurde. So wurde es mir auf jeden Fall gesagt. Ich habe jetzt Idefix noch nicht als Serie geguckt. Aber ich weiß, dass der Sohn von Maria auf jeden Fall auch großer Asterix und Obelix-Fan ist und auch Idefix die Serie geguckt hat. Und genau, die Zeichnung steht auch hier schon von P. Finesse. Und den haben wir dann auch auf der Comic-Salon getroffen, und er hat tatsächlich auch hier rein gezeichnet und unterschrieben. Ich habe mich für Idefix entschieden, und wie schön ist bitte diese Zeichnung. Also unglaublich schön, ich liebe es. So, 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 so schön. Ja, wie gesagt, die Künstler haben da Signierstunden, feste Signierstunden gehabt auf der Comic-Salon. Das hat man immer in der Instagram-Story oder auf der Webseite von der Comic-Salon gesehen, wann welcher Zeichner Signierstunde hatte. Und dann konnte man sich im Wert von 20 Euro, durfte man dann was kaufen und durfte dann an der Signierstunde teilnehmen. Aber die Plätze waren tatsächlich limitiert. Ich glaube, so 10 Signierplätze pro Stunde wurden rausgegeben, und eine Stunde bevor die Signierstunde angefangen hat, konnte man sich dann im Prinzip was kaufen. Und ich sag euch, die Schlangen waren ellenlang, um eins dieser Signiertickets zu bekommen. Ja, also ist auch wirklich was ganz Besonderes. Also auch die Zeichnung hier von Idefix ist einfach ein Traum. Sehr, sehr schön. Und dann habe ich noch einen Manga bekommen, und die Serie, den Anime, kenne ich auch noch von früher, und zwar Ranma 1/2. Ranma 1/2 habe ich früher sehr, sehr gerne geschaut, und es ist ja tatsächlich so, es ist ein Junge, ich glaube, wenn er mit kaltem Wasser übergossen wird, und ein Mädchen, wenn er mit warmem Wasser übergossen wird. Oder kann auch andersrum sein, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz. Hier steht's. Er verwandelt sich in ein Mädchen, sobald er mit kaltem Wasser in Berührung kommt, und in einen Jungen zurück, wenn er mit warmem Wasser in Berührung kommt. Ja, eine richtig coole Geschichte, habe ich sehr, sehr gern geschaut früher, und ja, habe dazu den passenden Manga bekommen. Ist auch tatsächlich der neueste Manga, der jetzt rausgekommen ist. Wie gesagt, alles unten dann in der Infobox. Ja, das war's. Das ist alles, was ich so bekommen habe mit der Goodiebag, und mein Erlebnis habt ihr jetzt vorher gesehen. Also bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da sein durfte, so viele nette Menschen kennengelernt habe, und ja, ein einmaliges Erlebnis. Vielen Dank nochmal, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, und dann sehen wir uns ganz bald wieder.